Hallo ihr Lieben, mein Name ist Xenia und heute habe ich einen Rhabarberkuchen gebacken. Der ist sehr, sehr köstlich. Normalerweise, jetzt probiere ich ihn mal. Schön frisch, genau richtig für den Sommer. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schauen und vielen Dank fürs Zuschauen. Teig brauchen wir 300 Gramm Mehl, 100 Gramm Zucker, 120 Gramm weicher Butter, habe ich schon in eine Schüssel vorbereitet. Dann brauchen wir 4 Eigelb und ein Päckchen Backpulver. Für den Belag benötigen wir 1 Kilo Rhabarber, 2 Päckchen Pudding, Vanillepudding, 4 Eiweiß und 650 Milliliter Milch, 100 Gramm Zucker und nochmal 2 Esslöffel Zucker und eine 28er im Durchmesser Springform, die ich dann auch noch mit Butter eingepinselt habe. Jetzt schlage ich die Butter mit den 4 Eiern schön schaumig. Jetzt kommt der Zucker dazu und weiter rühren. Jetzt kommt das Mehl dazu und das Backpulver. Und ich rühre das jetzt weiter. So, jetzt kommt man mit dem Mixer nicht weiter. Jetzt sind sie so schön krümelig geworden. Jetzt knete ich, verarbeite ich das zu einem schönen, geschmeidigen Teig. Der Teig ist jetzt fertig. Jetzt muss er circa halbe Stunde, 30 Minuten im Kühlschrank abkühlen. Frischhaltefolie zudecken und ab in den Kühlschrank. Solange der Teig abkühlt, häuten wir den Rhabarber. Also ich habe jetzt eben die Spitze abgeschnitten, dann lässt er sich besser häuten. Also ganz dünn greifen und dann abziehen. So. Und dann schneiden wir den Rhabarber in ungefähr 1 cm dicke Stücke. Und das machen wir jetzt mit dem ganzen Rhabarber. So sieht es jetzt aus. Schön geschnitten. Jetzt geht es weiter mit dem Pudding. Nein, noch nicht ganz. Wir nehmen die 2 Esslöffel Zucker und vermischen das mit dem Rhabarber. Jetzt geht es weiter mit dem Pudding. Wir bereiten den Pudding nach der Packungsbeilage. Und zwar sind es dann insgesamt 4 Esslöffel Zucker, die ich vorhin gar nicht erwähnt habe. Also die kommen zusätzlich. Also da ist der Zucker, das sind die 2 Packungen Puddingpulver. Und von den 650 Milliliter Wasser nehmen wir ein bisschen ab. So, und machen das zu einer schönen geschmeidigen Masse. Verrühren das ordentlich. Das ist ein bisschen schwierig mit einer Hand. Okay, dann nehmen wir die restliche Milch. Und kochen die auf, unterrühren, ja, das darf auf keinen Fall anbrennen. So, die Milch ist aufgekocht, jetzt kommt das angerührte Puddingpulver hier rein. Das Ganze wird verrührt und jetzt schalte ich die Milch nochmal ein. So,
So, jetzt noch mal ganz kurz aufkochen. Und immer schön rühren. Ist richtig doof, wenn es ein bisschen anbrennt, dann gibt es so schwarze, bittere Klümpchen. Das hatte ich einmal. So, jetzt reicht es schon. Nehme ich das runter. Dieses Puddingpulver kommt jetzt über den Rhabarber. Den Backofen habe ich auf 180 Grad gerade eingeschaltet. Das soll mir jetzt schon mal vorheizen. Also es war wichtig, 650 ml Milch zu verwenden und nicht wie im Puddingpulver steht, das wären dann ja 1 Liter. Dann wird die Masse auch schnell fest. Ja, der Pudding wird dann nicht auseinanderlaufen, wenn der Kuchen fertig ist. So, und jetzt kommt der Teig raus, der im Kühlschrank abkühlt. Den Teig knete ich jetzt schon so ein bisschen, passe ich an die Springform an, mit einem Rand, den ich dann hochziehe. So, mit einer Hand ist wieder doof. Den Teig habe ich jetzt gleichmäßig verteilt oder versuche gleichmäßig zu verteilen. Ich habe den Rand hochgezogen, ungefähr 3 cm hoch. Jetzt nehme ich eine Gabel und stecke ein bisschen den Boden an. Anstechen, so. Jetzt kommt die Rhabarbermasse drüber. Gleichmäßig verteilen. Jetzt kommt es in den Backofen. Für insgesamt 55 Minuten. Also 180 Grad und mittlere Schiene. 10-15 Minuten bevor der Kuchen jetzt fertig wird, schlage ich die 4 Eiweiß und den Zucker fest. So, Eiweiß ist jetzt festgeschlagen, schaut mal, so fest. Jetzt könnt ihr das einfach so auf den heißen Kuchen verteilen oder so wie ich das in so eine Tülle reinmachen und ja, wie heißt die Tüte? Irgend so eine Tüte reinmachen und so dekorieren, wie ich es euch gleich zeige. Es hat lange gedauert, bis ich das jetzt so fest hingekriegt habe. Also bestimmt 7-8 Minuten habe ich jetzt das Ganze geschlagen. So, fertig dekoriert. Jetzt kommt es nochmal für 10 Minuten in den Backofen. Oh.
Okay, fertig ist der Kuchen. Jetzt schneide ich ihn, ich habe ihn gerade rausgeholt, jetzt schneide ich ihm den Rand ein bisschen ab, damit, wenn er trocknet, nicht einreißt. So. Also wenn er abkühlt, Entschuldigung, nicht trocknet. Mit einem spitzen Messer einfach dran gehen. Jetzt lasse ich das so 10 Minuten abkühlen, dann mache ich den Rand ab. Okay, 10 Minuten sind rum. Der Kuchen kühlt jetzt ein bisschen ab. Vorsichtig abnehmen. Der Kuchen muss jetzt vollständig abkühlen, auskühlen, so 1-2 Stunden. Minimum sollte er schon abkühlen. Man kann ihn auch wunderbar einen Tag vorher machen. Ja, heute Nachmittag grillen wir und den gibt es dann später noch zum Kaffee dazu. Der Kuchen ist jetzt fertig. Der Besuch wird heute Nachmittag sich daran erfreuen. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und ja, viel Spaß beim Nachbacken. Tschüss!